Natur und Kunst. Sie scheinen sich zu fliehen, Und haben sich, eh man es denkt, gefunden. Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beide scheinen gleich mich anzuziehen. Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen, Und wenn wir erst in abgemessenen Stunden Mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, Mag frei Natur im Herzen wieder glühen. So ist's mit aller Bildung auch beschaffen. Vergebens werden ungebundene Geister nach der Vollendung reiner Höhe streben. Wer Großes will, muß sich zusammenraffen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen. Das vom Menschen geschaffene und das natürliche sind also ein Gegensatz. Das leuchtet auf den ersten Blick ein, aber Natur und Kunst scheinen sich nur zu fliehen, also ein Gegensatz zu sein, denn und haben sich, ehe man es denkt, gefunden. Also gibt es etwas, das Natur und Kunst gemeinsam haben oder sie verbindet. Der Widerwille ist auch mir verschwunden und beide scheinen gleich mich anzuziehen. Worauf sich der Widerwille bezog, wird nicht gesagt. Es kann also ein Widerwille sein, der sich gegen die Kunst richtet, weil er die Natur im Sinne von natürlich, vom Menschen unbeeinflusst, bevorzugt oder auch umgekehrt. Es kann ebenso ein Widerwille dagegen sein, die Verbindung zwischen Natur und Kunst zu sehen. Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen, nämlich die Verbindung zwischen Natur und Kunst zu erkennen oder sogar selbst zu schaffen. Und wenn wir erst in abgemessenen Stunden mit Geist und Fleiß uns an die Kunst gebunden, mag freie Natur im Herzen wieder glühen. Das ist mehrdeutig. Es kann heißen, wenn wir uns fleißig in der Kunst geübt haben, haben wir erst recht ein Verständnis für das Natürliche. Oder, wenn wir uns in Kunst üben, wird sie irgendwann selbst zu einer uns eigenen Natur, so wie ein Musiker erst mit viel Können seinem Spiel Natürlichkeit geben kann. So ist's mit aller Bildung auch beschaffen. Das auch ist nicht unbedingt so zu verstehen, als würde hier das Thema gewechselt. Denn Bildung bedeutet hier, sich an Kunst im weitesten Sinne zu binden, sie in sich aufzunehmen und möglichst auch zu verstehen. Vergebens werden ungebundene Geister nach der Vollendung reiner Höhe streben. Es wird immer deutlicher, dass wir es mit einem poetologischen Gedicht zu tun haben. Eines, das davon spricht, was einen Dichter, der ja auch ein Künstler ist, ausmacht. Er ist jemand, der sich in dem auskennt, was andere bereits vor ihm geschaffen haben. Wer ganz frei davon drauf losarbeitet, erreicht nichts Großes. Wer Großes will, muß sich zusammenraffen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Bildung und Kunst setzen uns also Regeln, innerhalb derer man kreativ werden kann. Sich beschränken lassen von gegebenen künstlerischen Gesetzen ist die Voraussetzung für künstlerische freie Entfaltung. Ohne diese Auseinandersetzung ist es nur Entfaltung, keine Kunst. Goethe demonstriert diese These mit dem Gedicht selbst, das als strenges Sonett in den Quartetten mit zwei Reimklängen auskommen muss als wenn erst diese strenge Form ihm eröffnet, einen solch klaren Gedanken zu Natur und Kunst zu fassen, um ihm dann ganz natürlich klingen zu lassen.